So, zum Titelbild fängt's wieder an. Täglich grüßt das Murmeltier. Es ist mittlerweile 3 Uhr morgens. Ne, Quatsch. So schlimm ist es noch nicht. Aber wir sind immer noch dabei, Diddy's Conquest zu besiegen. Ich bin Player Nummer 1, deswegen muss ich hier anfangen. Und immer noch denselben Spielstand laden, wie schon einige Male zuvor. Kim übernimmt wieder die Kontrolle über die Map. Zieht an Cranky Kong vorbei, direkt zum Mudhole March. Und nutzt ihre Fähigkeiten, um die Libellen zu besiegen. Und bleibt wieder an derselben scheiß Drecks-Hurensohn-Libelle hängen, wie immer. Ja, weil sie zu forsch ist. Fabian hat es schon mehrfach angesprochen. Leider lernt sie nicht daraus. Macht nichts. Fabian holt sie wieder zurück mit einem gekonnten Fassschlag. Ha. Fabs, weißt du, worüber ich mit dir reden wollte? Oh Gott, jetzt kommt's. Pocahontas? Nee, Dornröschen. Ist es jetzt schon soweit? Ich würde sagen, es ist soweit. Okay, oder? Gut. Dann go for it. So, wie vielleicht manche von euch mitgekriegt haben, finde ich die Thematik der Disney-Filme, die leicht anders dargestellt werden als ursprünglich eigentlich geschrieben. Aus diesem Grund habe ich mich mal mit der Thematik auseinandergesetzt. Und zwar geht es dieses Mal um Dornröschen. Auch genannt Sonne, Mond und Talia. Tatsächlich. So, oh mein Gott, wir sind sehr weit. Oh Gott sei Dank. Gut. Auch genannt Sonne, Mond und Talia. Es begab sich zu der Zeit, als ein König, nennen wir ihn Stefan. Und so heißt er wirklich. Okay, alles klar, das wissen wir. König Stefan, nee, wirklich. Nennen wir ihn Ralph. Er ist wirklich Stefan. Ah! Kannst Fuck gerne you. Abklatschen. Ah! Okay, also König Stefan und seine ihm angetraute Ehetante haben ein Kind gekriegt und zwar nannten sie diese Talia. Also, wir kennen sie. Wie der Buchhandel? Ich würde jetzt behaupten, Talia. Der Name Talia war zuerst da und dann kam der Buchhandel. Aber ich will ja nicht unken, ja. Ja. Genau, so. Oh Gott, dieser Waldboden. Oh, we're gonna die. Gleich, jetzt weiter. Spring! Kim, ohne Scheiß! Was soll ich denn machen, Mann, wenn ich nach oben. Spring, spring! Was hab ich gemacht? Du hast schon gesehen, dass ich irgendwie einfach höher. Red nicht weiter, schweig still! Auf jeden Fall hatten sie eine Tochter. Und die Nummer ist halt die, es ist halt so, dass Stefan halt eben die Feen-Obertante, nennen wir sie Maleficent. Sehr schön, Fabs. Alter, ich hab uns zur Mitte dieses Levels gebracht. Ich hab so viel Credit verdient, Alter. Also, Talia wurde geboren, die ganze Nummer stand unter einem schlechten Stern, weil halt eben die Oberhexe oder die Oberfee so nicht zur Hochzeit eingeladen wurde. Soweit so gut, die Nummer stimmt. Okay, also diesmal merke ich schon, es geht darum, eine Sage korrekt darzustellen und nicht, dass es mit der historisch akkurat ist. Ach so, nein, da ist nichts historisch akkurat dran. Also auch hier gibt es tatsächlich Feen. Man soll es nicht für möglich halten, aber nur kurz. Also die spielen keine großartige Rolle. Soweit kann ich ja schon mal spoilern. Und ja, auf jeden Fall die Obertantenfee
war ziemlich abgefuckt, dass sie nicht eingeladen wurde zur, ja, zur Geburtsfeier von der kleinen Talia. Aus diesem Grund sterben wir wieder an derselben Stelle. Ich wollte einfach rüberspringen. Ich wusste nicht, ich weiß, dass ich jetzt diese scheiß Libelle noch mitmachen. Okay, wie geht's weiter, Kim? Ja, ich erzähl's dir sehr gerne, Fabsi Babsi. Und zwar ist sie abgefuckt und will halt und lockt halt tatsächlich Talia nach 18 oder 16, sagen wir 16 Jahren, weil damit es einfach ein bisschen creepier ist, an eine Spindel, an der sie sich auch sticht. Also die Nummer stimmt halt auch. Nur dann verfällt halt eben, das wird nichts, ja, Talia in einen tiefen Schlaf und wird hoch von ihrem Vater Stefan in einen Turm gebracht. Dort wird sie aufgebahrt sozusagen und da pennt sie dann halt. Nimm ich mit, nimm ich mit. Wo bist du? In dem Fass da links. Aufgebahrt. Ja, wird sie aufgebahrt in einem Turm. Also und, verglichen mit der Situation, in der wir gerade sind, beneidenswert. Und Stefan geht. Mit Königin, mit allen. Der sagt halt, boah, nee, ich bin richtig traurig über die Nummer. Meine liebe Tochter, die 16 ist, 14, 12, sucht euch was Ekelhaftes aus an sehr, sehr jungem Alter. Die ist die ist kaputt, das wird nicht mehr. Er hat sie aufgebahrt und er verlässt tatsächlich mit seinem Gefolge zusammen das Schloss. Und es vergeht halt einfach so voll ein Jahrhundert. Also irgendwie, keine Ahnung, ist es anscheinend möglich, dass die halt pooft und nicht altert. Warum, weiß man nicht. Auf jeden Fall so 100 Jährchen später. Alles ist mittlerweile zugewachsen. Die Nummer, also viele Leute haben es versucht, irgendwie sie zu retten. Zum 80. Mal am selben scheiß Drecks-Arschloch-Geier. Wir sind in jedem Millimeter in diesem Level schon gestorben. Ja, also von das daher stimmt schon. Ist das schon in Ordnung. Also Jahrhunderte vergehen. Also nee, ein Jahrhundert vergeht so. Und Talia ist ziemlich am Pofen. Und mittlerweile ist halt auch einfach der Turm, in dem Stevern, also König Stevern, seine Tochter aufgebahrt hat, ist halt auch mittlerweile ziemlich zugewachsen. Ein paar haben halt versucht, sie zu retten und so, hat halt alles voll nicht funktioniert. Stefan so, ja, fuck you all, ihr seid alles Lauchs und ist halt abgezogen mit seiner Ollen und seinem Gefolge. So, mittlerweile ist der Turm, in dem sie aufgebahrt ist, natürlich richtig hart zugewachsen und die Nummer ist mittlerweile auch mehr irgendwie eher eine Legende geworden als alles andere. Keine Sau kümmert sich mehr um irgendeine schlafende Schönheit. Das interessiert nicht mehr. Da kommt Prinz Philipp daher und kommt vorbei und ist am Jagen. So mit seinen Leutchens, ja, im Wald. Sieht den Turm und denkt, boah, krass, kletter ich doch mal hoch. Was ist denn das für ein Turm? Hat keine scheiß Ahnung, was da passiert ist, ja? So, klettert da diesen Turm hoch, wie es sich für einen Prinzen und Türmen gehört, ja? Klettert da hoch und sieht da eine komplett nicht verweste, schlafende Alte, die über 100 Jahre alt ist, ja? Und die pufft da und er ist so entzückt von diesem Abbild, dass er sie im Schlaf vergewaltigt. Mhm. Hätte ich jetzt fast vermutet. Natürlich. Wie soll es anders sein? Also anders funktioniert es auch nicht mit einer Liebesgeschichte. Also er vergeht sich hart an ihr und ist voll entzückt und so voll in love. Ja? Und findet es alles voll schön so, ist alles voll romantisch und zieht ab. Und naja, merkt sich halt auch die Stelle. Und ab jetzt ist das so sein neues Hobby. Also immer mal wieder so zum Turm und statt irgendwie irgendjemand zu sagen so, ey, da ist so eine schlafende Olle, wie können wir der denn helfen so, vergeht er sich halt einfach in regelmäßigen Abständen an diesem armen, schlafenden Menschen. Und ungelogen, so, das ist so die ursprüngliche Geschichte. Also scheiß auf Don Röschen, das dagegen ist ein Witz.
Es ist Tradition, wenn ich, diesen, wenn ich in der Mitte angekommen bin, einfach direkt drauf zu gehen. Stimmt schon, ja. So, also, hier, Prinz Philipp gönnt sich regelmäßig und ja, tatsächlich ist es dann aber auch so, auch wenn alles andere an dieser Tante, also niemand hat hier gesagt, dass die Nummer Sinn macht, ja, also auch wenn alles andere an dieser Tante irgendwie in der Zeit stillgestanden zu sein scheint, ihr Körper scheint irgendwie trotzdem noch sich weiter im, naja, gebärfreudigen Zustand zu befinden. Auf jeden Fall dadurch, dass sie regelmäßig bestiegen wird, so auf eine ganz schlimme Art und Weise, die so nicht okay ist. Ich lache wegen dem Spiel, nicht wegen der Story. Also, ja, die Story ist ganz schrecklich. Ich finde die Story ganz, ganz furchtbar. Also, sie ist, also ich weiß auch nicht, welches kranke Hirn sich die Scheiße halt einfallen lassen. Ja. Auf jeden Fall, naja, dadurch, dass halt Prinz Philipp so regelmäßig vorbeikam und die alle, ne? Ist es nicht an ihr vorbeigegangen und sie ist schwanger geworden. Wie das sein kann, dass sie nicht älter geworden ist und das alles, aber halt irgendwie trotzdem schwanger werden kann, weil irgendwie manche Dinge in ihrem Körper halt irgendwie doch noch funktionieren, nobody knows. Das hat aber auch keiner hinterfragt, das waren damals andere Zeiten. Okay, komm, wir haben es fast geschafft. Ha! Wunderbar. Jetzt gehen wir erstmal speichern, mein Freund. Wer hat's geschafft? Fabs hat's geschafft. Schatz, gehst du kurz zurück? Okay. Und ja, auf jeden Fall. Ja, wo ist das denn noch? Ganz weit zurück oder ist ja, zurück zu der College-Tanten, um abzuspeichern. Genau. Die. Wunderbar. Und nur einmal, das reicht auch. Meinst du? Ja, ich denke schon. Wunderbar, jetzt kannst du zurückgehen und wir können weitermachen mit unserem Wahnsinn. So, Talia ist schwanger. Talia gebärt im Schlaf nicht ein, sondern zwei gesunde Babys. So, und jetzt kommen Feen zum Einsatz. Es kamen Feen, fanden das voll süß, so, die Babys, und haben dafür gesorgt, dass die Babys halt ernährt werden. Oh, das ist falsch. Genau. Hoch. Also links und dann hoch. Wunderbar. Und die haben dann sozusagen dafür gesorgt, dass die Babys, die frisch geboren wurden, wie, man weiß es nicht, der Mutti, der schlafenden Mutti an die Brust gelegt wird. Mhm. So, beide. So. Und zwischendrin kam es aber halt mal vor, dass die Kinder, also die Babys, das ist so krank, diese Story, trotzdem Hunger gekriegt haben und dann natürlich halt irgendwie nach Dingen gesucht haben, die, an denen man nuckeln kann. Und da haben sie dann irgendwann halt auch mal den Finger der schlafenden Mutter gefunden und an dem genuckelt und siehe da, den Dorn von der Spindel dabei rausgenuckelt, der ihr im Finger saß und dafür gesorgt hat, dass sie schläft. Die Mutti ist dann aufgewacht, Talia, denkt so, Mensch, hier sind zwei Kinder. Was zur Hölle ist denn da los? Ach krass, aber ist ja egal, denn ich freue mich voll. Und ich finde die Nummer voll gut so. Und ich werde diese beiden Kinder Sonne und Mond nennen. Und aus diesem Grund heißt dieses Märchen Sonne, Mond und Talia. Es kommt, wie es kommen muss. Sie freut sich voll, ist Mutti. Warum, weiß sie nicht. Ist ihr auch scheißegal. Hauptsache Mutti. Und, ja, okay. Und ist mit ihren Kindern voll happy so in ihrem komischen, komplett verlassenen Turm. Und es kommt, wie es kommen muss. Irgendwann kommt der Prinz, weil ja sein Hobby, ja. Und er so, ey, yo, du bist ja wach so. Voll der Gamechanger. Und ich weiß nicht genau wie. Auf jeden Fall stellen sie fest, dass er ja dann wohl der Vater der Kinder sein müsste.
Also ob sie jetzt irgendwie das zusammensetzt, so im Sinne von, ach krass, du hast mich die ganze Zeit so im Schlaf geraped, ja, und du hast mir Kinder irgendwie angedreht und es ist irgendwie ganz schrecklich alles. Oder ob sie überhaupt nicht weiß, wie die Nummer überhaupt funktioniert und sie einfach sagt, ja, okay, ich bin halt wohl der Vater der Kinder. Auf jeden Fall sieht er das auch alles als gar nicht so schlimm. Weil er sagt halt, ja, ich liebe dich voll, so, aber, und dann sagt sie, ja, geil, dann kann ich ja mit zu dir aufs Schloss kommen, zusammen mit meinen beiden Kindern, weil du bist ja ein Prinz und ich bin halt eine Prinzessin und ich, jetzt ist ja irgendwie der Fluch von mir genommen und jetzt ist alles gut, happy end, ha, nein, weil der Typ hat halt einfach eine fucking Ehefrau. Also, das heißt... Ja, wow. ist halt nicht so. Also das heißt, er sagt so, ah, sorry, no can do, du kannst jetzt irgendwie leider nicht mitkommen, weil, ey, ich hab halt eine Alte zu Hause, aber ich kann ja immer wieder gerne kommen und dich besuchen und dann können wir halt ein bisschen Schmusi-Busi machen und dann hast du halt auch irgendwie Kinder anscheinend, okay, nehme ich als notwendiges Übel als gegeben hin. Aber mit hier auf mein Schloss kannst du nicht, weil ich bin verheiratet und es gibt schon eine Königin. So. Und sie so, alles klar, können wir so lassen, macht ja nichts, dumm die dumm, alles wundervoll. Sie ist voll happy mit der Nummer, es stresst sie gar nicht. Und sie ist dann halt weiter in ihrem verlassenen Drecksturm, während er irgendwie nach Hause geht in sein geiles Schloss mit seiner komischen Alten. Und sie ist halt alleine mit ihren Kindern. Ja, ich brauche, glaube ich, nicht erwähnen, wie krank die Nummer ist. Auf jeden Fall, hat sich irgendwann natürlich die Königin gefragt, wo zur Hölle geht denn eigentlich der Prinz oder der König dann dementsprechend immer hin, wenn er so zum Jagen geht mit seinen Freunden und so. Was macht denn der da immer und wo ist denn der dann immer so lange? Und dann hat sie halt einfach mal den Jäger ihm nachschicken lassen und ihm dann halt gesagt, hier, guck doch mal bitte, was der König, sprich der Prinz, der König halt so macht in seiner Freizeit. Und stellt dann halt fest, ja krass, der Typ hat irgendwie eine Alte in einem Turm und die hat sogar zwei Bäger und der geht hier voll fremd und so weiter. Und speicher mal gerne bitte. Also ist die Königin voll eifersüchtig, ja, und statt halt irgendwie den König zur Rede zu stellen und zu sagen, du bist ein Stück Scheiße und so und es geht alles gar nicht klar, was du machst und alles, was du machst, ist voll toxisch und sowieso toxische Maskulinität und so und alles voll furchtbar, sagt sie halt einfach zum Jäger, dass er die Kinder doch bitte mal einfach mitholen soll ins Schloss. Also, ne? Sonne und Mond. Ja. Rein. Sollen halt mit ins Schloss genommen werden. Und als Talia, wie auch immer, ich weiß nicht, was man alles Großartiges in so einem Turm zu erledigen hat. Auf jeden Fall geht dann halt, dreht sie der Nummer gerade mal so den Rücken zu. Ja. Und die Kiddies werden geklaut, mitgenommen. So vom Jäger. Die Mutti. Die Königin beschaut sich die Kinder, ist voll abgefuckt irgendwie und sagt dann halt so, hey, geht doch mal in die Küche und ich würde mal sagen, vielleicht mal ein bisschen runtergehen, vielleicht kannst du da irgendwie, gibt es da ein Fass oder so? Ah nee, den Stachel, okay, stimmt. Also, und dann sagt sie Stachel so, beschießen? Ja. Oh, und dann Gott, sagt sie so, das ist ja überhaupt nicht schwierig. Zum Glück. Warte. Okay. Und dann gehen dann die Kiddies und dann gehen halt die Kiddies in die Küche und keine Ahnung, weil die Königin gesagt hat, hey yo, holt euch mal Kekse oder was. Und dann sagt. Ja, das wird's ja gewesen sein. Und dann gehen halt die Kiddies in die Küche, denken an nichts Schlimmes. Und gleichzeitig trägt halt die Königin dem Koch auf, ungelogen, ich schwöre, das ist die Origin-Story, sagt so die Königin zum Koch, hey yo, hier kommen gleich zwei Plagen, bring die mal um und koch die. Mach aus dem mal Suppe so. Mach mal Suppe aus dem. Und
der Koch so, boah, weiß ich nicht, finde jetzt irgendwie gerade nicht so cool, die Idee. Weiß jetzt nicht, ob ich das so geil finde. Ich mache das mal anders. Ich nehme jetzt eine Ziege und mache aus der eine Suppe. So ein Gulasch. Uah! So ein Gulasch, ja. Und, ja, und die Königin denkt halt, ja, okay, ha, Kinder sind jetzt so Suppe. Und... Weißt du, der Ehemann kommt vom Jagen, mit an, in Anführungsstrichen, oh fucking hell, kommt so vom Jagen in Anführungsstrichen und die Königin sagt so, hey, Schatz, ich hab Suppe oder Gulasch oder was auch immer, ja, hier ist mal. Und der König so, nom 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 und isst halt die Suppe. Und die Königin hi hi und sagt ihm dann halt so, weißt du, was du gerade gefressen hast, du Stück Scheiße, das waren deine eigenen Kinder. Und der König so, nein! Und die Königin so, doch! Und... Oh Gott, oh Gott, was ist das? Und der König so, oh nein, ich kann so mit meinem Leben nicht mehr leben und ich gehe jetzt zurück. Töte Talia. Ich kann so nicht leben. Töte Talia. Ja, gut. So. Die Tante, also die Talia-Tante, hat mittlerweile mitgekriegt, ach krass, meine beiden Kinder, so das Einzige, was sie eigentlich überhaupt zu tun hat. In diesem Einzimmer. Wo habe ich denn nur meine Kinder? Ich habe sie doch gerade noch da hingelegt, Mensch. Weißt du, was ich geil finde, wenn sie immer noch den Dorn hat und sagt, schläg mich mal hin. Ja, genau. Drückt sich dann einfach jetzt mal den Dorn wieder in den Finger. Ich bin weg. Oh, ja, der Prinz wäre der Letzte, der die aufweckt, ey. Naja, auf jeden Fall hat sie dann... okay. hat sie die Nummer halt irgendwie mitbekommen und folgt so zum ersten Mal dem König in sein Königreich. Weil ja auch mal so wissen will, wie lebt denn eigentlich mein Stecher so? Entschuldigung, wenn ich das so herabwürdigend sage. Ich find's einfach irre, dass der Typ halt einfach tun konnte, was der tun kann und sie so zu allem Ja und Arm sagen, das ist alles voll in Ordnung. Ja, damals war das halt noch so. Ja, right. Oh. Kannst du jetzt mal dich am Stahl treffen lassen hier? So. Gleich. Das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit. Übersehen wir hier irgendwas? Nein. Okay. Das ist ja der schwierigste Endboss in der ganzen Reihe wahrscheinlich. Autsch. So, auf jeden Fall. Talia folgt jetzt dem Paar, also mittlerweile, ne? Der Prinz ist ja so oft hin und her gegangen und hat sich hier gegönnt bei der, ja, dass da sich mittlerweile ein Weg gebildet hat. Also ist sie dann halt einfach diesem Weg mal gefolgt. Trampelpfad. So, folgt also diesem Trampelpfad zurück. Wie in Death Stranding. Folgt diesem Trampelpfad ins Königreich und sagt ihr, yo, habt ihr irgendwo Kinder gesehen? So. Und kommt dann halt irgendwie so und stolpert so über die Küche. Und sie dann halt so zum Koch so, hey, yo, hast du so zwei Kinder gesehen? Also, ja, Mann, ich sollte sie zur Suppe machen. Aber ich hab eine Ziege und so. So. Der König mittlerweile irgendwie voll fertig mit den Nerven. Ja, so, fuck, ich hab meine Kinder gefressen. Und die Königin so, ha, ha, ha. Und in dem Moment, als der König irgendwie kurz davor ist, Selbstmord zu begehen, weil er so völlig alle ist, weil auf einmal hat er ein Gewissen, ja, kommt halt Talia rein mit den beiden Kindern so an der Hand und sagt so, hey, ich war gerade in der Gegend, hab meine Kinder gesucht, jetzt bin ich so hier, so, weil sie ist halt einfach beyond repair naiv. Ich wollte mal wissen, wie du so lebst. Ja, genau, so, ach krass. Ist ja, du hast ja eine Frau. Du bist ja gar nicht arm. Genau. Krass. Ja, Mensch, da ist ja deine Frau. Ja, ist ja krass. Ich bin Talia. Hi, wer bist du? Und, riecht gut. Können und wir der... Auch so behaart. Riecht...
Und der König halt so, boah krass, die Kinder habe ich ja gar nicht gegessen so. Und dann kommt so der Koch rein, nein, denn es waren Ziegen, wie bei so einer schlechten mexikanischen Telenovela. Ja, und so, es waren Ziegen und die Königin wollte, dass ich Kinder koche. Und der König so, hast du nicht gesagt. Und dann hat die Königin, und dann haben halt Talia und der König so gesagt, so, boah, das ist schon nicht so nett. Ich schwöre sowas. Und dann sagt so der König so, weißt du was, Königin, du stirbst jetzt. Und sie... Durch Suppe. Durch Suppe, ja. Ich glaube, also ich weiß nicht mehr, auf welche furchtbare Art und Weise sie stirbt. Ich glaube, es war wirklich so, dass der König gesagt hat, Talia, du darfst entscheiden, wie die stirbt. Und sie so, ach, ist in Ordnung, wenn sie einfach nur irgendwie woanders hingeht. In ein anderes Königreich. Und er so, ah, alles klar, weil ist ja alles nicht so schlimm. Und dann ist halt die Königin irgendwie aus dem Königreich verwiesen worden. Und dann hat der König gesagt so, ja cool, jetzt da du nicht mehr meine heimliche Mistress bist und die Königin jetzt zum Glück voll das Stück Scheiße ist und ich die jetzt irgendwie dem Königreich verwiesen habe und das einer Scheidung gleichkommt, kann ich ja dich jetzt auch heiraten. Und Talia so, ach ja, cool. Das ist doch toll, so, dann machen wir das doch und ich bin voll glücklich, so. Alter, das ist wirklich ein Arschboss. Das ist so dumm, Alter. Und sie lebten glücklich bis an ihr Ende. Ich finde, das ist... Man kann so viel als Mädchen, kleines Mädchen daraus lernen. Ich finde wirklich, also auch so diesen Tod durch Suppe-Gedanken ist halt einfach so absurd. So. Ich möchte nicht mehr leben. Bitte koch, mach aus mir auch eine Suppe. Was? Wann habe ich irgendwie sowas gesagt? Nee, aber einfach alles wird mit Suppe gelöst. Ja, aber das ist die Origin-Geschichte zu Dornröschen. Gut, also ist auch mal interessant, eine Story zu hören, die einfach frei von irgendeinem moralischen Kompass ist. Nö, also... Also ich glaube, da ist halt irgendwie so die Moral, wer es findet, darf es behalten oder sowas, ich weiß nicht. Ja. Wirklich gekillt hat mich wirklich der Trampelpfad, dass der so, so auf den Bumshügel rauf ist, dass er einfach mittlerweile einfach so Fußabdrücke von... Bist du jetzt beendlich tot, nein. Richtig. So, dass einfach so erdige Fußspuren von seinem Bett im Schloss einfach durch die Wendeltreppe runter... aus dem Tor raus, durch den Wald. Einfach schon so einen halben Meter tief, so ein Graben einfach. Stirbst du jetzt mal? Von seinem Zuhause bis zu diesem Ding. Aber ja, also das ist noch good old Storywriting. Bist du jetzt mal tot, ey? Stirb jetzt! Alter, ist das ein Witz? Das ist doch voll der Witz hier. Kill die. Ja, I'm trying. Oh, die spawnen muss ganz schnell hintereinander. Ey. Ich flippe aus, ey. Jetzt. Noch eins. Schieß. Was? Schieß noch mehr. Was? Mehr, Kim, schnell. Alter. Oh Mann, Kim. Sag mal, wie viele Wellen hat denn das Arschloch? Ich hab keine Ahnung. Mehr als wir. So, du darfst. Trampel. Oh Mann. Das ist so geil. Also auf jeden Fall eine schlimme Nummer. Ich find's ganz furchtbar. Ja, also wenn ihr noch mehr Stories hören möchtet, mehr wundervolle Origin-Stories, lasst es mich wissen. Ich erzähle euch wirklich liebend gerne mehr dazu. Ob es eine Moral gibt, kann ich leider nicht versprechen. Ich verstehe das nicht. Das ist einfach, ich finde den voll schwer. Naja gut, aber das finde ich jetzt mal besser als diese bescheuerten Bosse im Donkey Kong Country, was ja einfach nur ein Witz war im Vergleich zu den scheiß schwierigen Leveln. Ich weiß nicht, wie man das... Ich krieg das nicht hin. Das ist voll scheiße. Ist es. Ich versuch's jetzt noch einmal, ansonsten
Oh. Machen wir mal einen Sack zu für euch. Wir machen jetzt einen Sack zu. Okay, alles klar. Gut, alles klar. Wenn euch diese traumhafte Folge geliked hat, wenn sie euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like. Wie geht's dir mit der Geschichte? Also ich habe neue Einblicke bekommen in eine Welt, die mir vorher verschlossen war. Danke, Kim. Immer wieder gerne. Super. Mit dieser betroffenen Stimmung machen wir jetzt den Sack zu. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, was auch immer ihr gerade habt bei euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Ansonsten abonniert die Glocke und kommentiert doch gerne, was euer Lieblingspart an dieser Story war. Wünscht euch einfach Märchen, die Kim dann recherchiert, um dann da die Origin-Story zu erzählen. Macht's gut. Ciao.